Die Verabredung. Eine Kurzgeschichte von Susanne Barth und gelesen von der Autorin. Ich treffe mich mit Lina in ihrem Lieblingscafé. Wir müssen uns unbedingt hier treffen, wenn du schon hier bist, hat sie in ihrer Antwort geschrieben, als ich in einem unserer sporadischen WhatsApp-Gespräche: Na, hey, wie geht's? Ganz gut. Und dir? Ja, auch. Ja, schön. Hoffentlich sehen wir uns ganz bald mal wieder. Ja, wäre voll schön. Wir müssen uns unbedingt mal wiedersehen. Erwähnt habe, dass ich meine Eltern über das lange Wochenende besuche. Unbedingt mal wieder ist heute. Und das ist okay. Wirklich. Es ist okay. Lina quietscht, als sie mich an einem der Tische entdeckt, sagt Hi und wühlt sich mit einer Hand aus ihrem riesigen roten Schal. In der anderen hält sie eine Hundeleine. Hinter ihr trottet ein kleiner, sehr gemütlich und irgendwie chronisch grimmig aussehender Hund an unseren Tisch, schaut mich kurz an und verkrümelt sich dann unter Linas Stuhl, auf dem sie gerade den riesigen Schal, ihre Jacke, noch eine Jacke und eine Strickjacke drapiert hat. »Na?« fragt Lina. »Na?« frage ich zurück. »Oder ist das eine Antwort? Ich habe das mit dem »Na« irgendwie immer noch nicht verstanden.« Anscheinend ist es eine Antwort, denn Lina lächelt mich an und fragt gleich weiter. »Wie geht's?« »Gut, und dir?« »Ja, auch.« »Ja, schön. Ich bekomme Panik. Hier sind wir eigentlich an dem Punkt, an dem wir finden, dass wir uns unbedingt mal wieder treffen sollten.« macht Lina und ist immer noch bester Laune. Mache ich, spiele den Ball zurück und versuche nicht allzu steif dabei zu wirken. »Ja, dann erzähl mal«, fordert mich Lina auf und nimmt sich eine der beiden Karten auf dem Tisch. Während ich Luft hole und schulterzuckend ausatme, blättert Lina durch die abgegriffenen Papierseiten. »Ja, also«, setze ich an und nestle ebenfalls an der Karte vor mir herum. »Ich arbeite in der Uni und schreibe ein Exposé für meine Doktorarbeit und...« »Na«, sagt Lina, blickt von der Karte auf und schüttelt gespielt bewunderungsvoll den Kopf, während sie mich breit angrinst. »Dass du das mal machst, das hätte ich mir ja auch nie vorstellen können. Aber das ist ja echt toll. Ich habe letztens Jens in der Stadt getroffen, der war zu Besuch. Voll verrückt, wie verstreut wir jetzt alle sind, oder? Der hat mir erzählt, dass du dem da was geholfen hast mit seiner Bewerbung und dass er jetzt einen richtig tollen Job als Chef de Party hat oder so.« mache ich lächelnd und nicke. Lina und ich waren zusammen in der gleichen Grundschule in unserer Kleinstadt. Wir waren notwendig beste Freundinnen. Notwendig beste Freundinnen, weil Lina und ich die einzigen Mädchen in unserer Klasse waren. 15 Jungs und wir, da tut man sich zusammen. Lina ging danach auf die Realschule und machte eine Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau. Ich ging aufs Gymnasium und an die Uni. Kontakt hatten wir immer. Meine und ihre Eltern lebten ja nach wie vor in derselben Kleinstadt und Lina zog vor ein paar Jahren in den Nachbarort. »Und du?«, frage ich nach einer kurzen Pause, als ich merke, dass Lina darauf wartet. »Was ist bei dir so los?« »Ach«, sagt sie, »so wie immer. Oh, der Robin und ich, wir wollen ein neues Sofa kaufen, weil der Pauli da am Anfang ein bisschen gewütet hat und jetzt sieht das an der einen Seite nicht mehr so schön aus und wir haben das zwar erst kurz nach der Hochzeit gekauft, aber das war damals auch ein super günstiges Angebot und deshalb ist es nicht so schlimm, dass es jetzt nicht so ganz lang gehalten hat. Ist ja nichts für immer, ne?« Ich merke, dass mein Mund leicht geöffnet ist und ich nicke. Dann schüttle ich schnell den Kopf. »Ja, und ach, der Pauli, kennst du den überhaupt schon? Ich glaube, du kennst ihn noch gar nicht, oder? Pauli, Pauli!« Sie beugt sich nach unten und reibt die Finger aneinander. »Pauli, komm mal raus, ja, das ist der Pauli, den haben wir, seit er ein Welpe ist. Jetzt ist er schon 2,5. Er ist ein ganz süßer Spatz, aber ein bisschen faul ist er, gell, Pauli? Du bist manchmal ein bisschen faul.« Pauli, der extra aufgestanden und unter Linas Stuhl hervorgekrochen ist, blickt ohne Regung hoch zu Lina, dann zu mir. Ich lächle entschuldigend und schüttle den Kopf, dann wieder zu Lina, die wieder in die Karte schaut und munter dabei weiterschnattert. Dieser Hund hat ein Resting-Bitch-Face, denke ich. Unglaublich. Als er merkt, dass es gerade nichts zu holen gibt, verzieht er sich wieder unter den Stuhl. »Ja, und dann ist ja diese Melanie, von der ich dir mal kurz geschrieben habe. Hab ich doch, oder? Oh, diese Melanie, ja, die meint, also sie wäre meine Vorgesetzte, nur weil sie einen Monat, Sasa, das musst du dir vorstellen, länger da arbeitet als ich. Ich meine, hallo, ich muss wenigstens keine halbdurchsichtigen Blusen anziehen, damit der Alex mal fragt, wieso klappt. Also, dem Alex gehört der Laden eigentlich seinem Dad, aber er macht das eigentlich alleine.« Ich versuche nicht zu viel zu nicken, weil ich befürchte, ich könnte aussehen wie der Wackeldackel im Kofferraum meiner Oma. Also sage ich auch immer mal wieder, und Mann und echt? Ohne den Kopf dabei zu bewegen. Eine Kellnerin kommt an unseren Tisch.
Ich war so beschäftigt damit, Lina zuzuhören, dass ich nicht über die ersten Kaffeespezialitäten auf der Karte hinausgekommen bin und die Karte ist riesig. Bevor ich völlig planlos einen Cappuccino bestellen kann, sagt Lina: Einen Ginger Pumpkin Spice Latte mit Haselnuss-Sirup, Sojamilch, ein bisschen Zimt und ohne extra Zucker. Die Kellnerin lächelt, nickt und schaut mich erwartungsvoll an. Ja, sage ich. Ja, das Gleiche, fragt sie. Ja, sage ich. Ich glaube schon. Super, trällert die Kellnerin. Zwei Ginger Pumpkin Spice Latte mit Haselnuss-Sirup, Sojamilch und ein bisschen Zimt. Und ohne extra Zucker, ergänzt Lina. Ja, ohne extra Zucker, sage ich, weil ich froh bin, auch noch etwas sagen zu können, ohne zu klingen, als bestünde mein Gehirn aus einer Mischung aus Kaugummi, Play-Doh und nasser Watte. Es ist viel los im Café, es ist laut um uns und ich muss mich konzentrieren, damit ich nicht den Faden verliere, wenn Lina etwas erzählt. Der Kaffee oder das, was irgendwann mal ein Kaffee war, aber eigentlich nichts mehr damit zu tun hat, schmeckt eigentlich gar nicht so schlecht. Nur halt nicht nach Kaffee. Ich weiß ja nicht, ob die hier sonst wirklich noch extra Zucker reintun, aber falls doch, bin ich sehr froh, dass wir den abbestellt haben. Es schmeckt nämlich bereits dermaßen süß und klebrig, dass ich vermute, dass sich der extra Zucker einfach am Boden absetzen würde, ohne sich überhaupt aufzulösen. Ich muss mal auf die Toilette, ja? Ich schrecke ein bisschen auf. War das jetzt eine Frage? Was, wenn ich einfach Nein sage? Ich sage aber ja und Lina kämpft sich langsam und mühevoll durch das volle Café. Kaum ist sie aufgestanden, kommt Pauli unter dem Stuhl hervorgekrochen. Bevor ich etwas sagen kann, ist er auf Linas Stuhl gesprungen, sitzt dort nun mir gegenüber und schaut mich an. »Hallo, Pauli«, seufze ich. »Hallo«, sagt Pauli und nickt. »Redet sie mit dir auch immer so viel?«, frage ich. »Oh, sie redet ständig«, sagt Pauli. »Sie redet den ganzen Tag und manchmal auch nachts. Ich höre sie eigentlich gar nicht mehr, wenn ich irgendwo rumliege. Manchmal, wenn es still ist, schrecke ich richtig auf.« »Puh«, sage ich, »das klingt verdammt anstrengend.« Pauli beugt sich ein bisschen nach vorne und schnuppert an dem Kaffeehybrid. »Uiuiuiui«, sagt er, »was ist das?« »Keine Ahnung«, sage ich und schüttle bedauernd den Kopf. Pauli nickt. So. Warst du schon einmal in Frankreich? In Frankreich? Frage ich zurück und komme mir blöd vor. Das hat er doch gerade gesagt. Ja, Frankreich, wiederholt Pauli. Ja, antworte ich. Als Kind war ich einmal in Paris, einen Urlaub lang in der Provence und letztes Jahr war ich für ein paar Tage in Straßburg. Und du? Nein, leider nein, sagt Pauli traurig. Lina und Robin waren letztes Jahr in Paris, aber ohne mich. Ich war zu Hause. Oh, das tut mir leid, sage ich, weil ich nicht genau weiß, was ich sagen soll. Einmal eine Andouille-Bratwurst in Frankreich essen, seufzt Pauli. Andouille-Bratwürste sind die besten Bratwürste der Welt. Sie müssen köstlich sein, delikat, ein Feuerwerk der Sinne. Paulis Schwanz wedelt aufgeregt hin und her. Und dazu ein Pärchen gegrillte Merguez und Saint-Félicien de la Mastre, Bleu de Bresse und Roquefort, Tartiflette und Jambon de Bayonne. Er ist ganz außer sich. Quiche Lorraine und Saucisson de Lyon. Er wird still und blickt mich mit großen Augen an. Wenn es den Hundehimmel gibt, dann ist er in Frankreich, schließt er seine Lobhymne auf die Spezialitäten der französischen Küche. Kannst du denn nicht einfach alleine für ein paar Tage nach Frankreich fahren? Schwierig, meint Pauli. Lina würde es nicht verstehen und als kleiner Mischling allein in Frankreich hat man es nicht leicht. Ich bin keine Bulldogge, verstehst du? Und kein Pudel. Meine Urgroßmutter war ein Briard, aber das sieht man mir nun wirklich nicht mehr an. Und wenn du mit Lina oder mit Robin? Schwierig, meint Pauli. Die beiden würden allerhöchstens einen Crêpe mit mir essen gehen. Wahrscheinlich würden wir in einer Pizzeria landen. Er schaudert. Und Wein trinke ich nicht. Sehr vernünftig, werfe ich ein. Ich denke, fährt Pauli fort, es wäre am vernünftigsten, sich eine kultivierte Reisepartnerin auszusuchen, die die Spezialitäten der französischen Küche zu schätzen wüsste, die sich nicht mit einem Tütencroissant abspeisen ließe, wenn sie sich genauso gut am Ufer der Seine vom Duft einer Tartare verführen lassen könnte und guten Kaffee. Er hält kurz inne und blickt auf das halbleere Glas vor ihm, von dem da unterscheiden kann. Eine nette junge Frau vielleicht, die nicht Kaffee Ole sagt,
Er schüttelt schnell den Kopf. Dann blickt er wie zufällig zu mir auf, als würde ihm erst jetzt die Idee kommen, dass ich auf seine Beschreibung zutreffen könnte. Pfff, mache ich und blicke zurück. Selbst wenn ich mit ihr nach Frankreich fahren wollen würde, ich kann Lina doch schlecht ihren Hund wegnehmen. Was soll ich ihr denn sagen? Hey Lina, ich würde gern mit deinem Pauli für ein Wochenende nach Paris fahren. Du weißt schon, wie das klingt. Du könntest mich ja auch einfach so mitnehmen, ohne was zu... Ich falle ihm ins Wort. Bist du verrückt, Pauli? Ich entführe doch keine Hunde. Du bringst mich doch wieder zurück. Auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Pauli seufzt. Tut mir leid, Pauli. Es tut mir wirklich leid. Traurig schaut er zu Boden. Sag mal, Pauli, weinst du etwa? Nö, nö, presst Pauli hervor. Dann scheint er sich zu fassen und meint, das kann ich schon verstehen. Falls du es dir aber anders überlegen solltest. Okay, sage ich. Lina kommt um die Ecke und zwängt sich wieder entschuldigend an den anderen Gästen vorbei. Pauli bemerkt meinen Blick und bevor ich noch irgendetwas sagen kann, ist er wieder unter dem Stuhl verschwunden. Mann, 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 legt Lina los, noch bevor sie an ihrem Platz angekommen ist. Was da los ist, ich sag's, Junge, nicht auf die Toilette ganz links, falls du musst. Frag nicht, geh einfach nicht. Und die haben da auch kein Papier mehr am Waschbecken, nur so einen blöden Föhn. Ich frag mich eh mal, wieso die überhaupt noch einbauen. Meine Hände werden da eh nie trocken. Okay, sage ich. Wollen wir noch was anderes trinken, fragt Lina und zeigt kopfnickend auf mein noch mehr als halbvolles Glas. Schmeckt dir nicht so gut? Ich kann das voll verstehen. Der Pumpkin Spice Sirup ist nicht jedermanns Sache. Fand es am Anfang auch recht komisch, aber mit dem Hazelnut Sirup geht's eigentlich. Da ist Kürbis drin in meinem Kaffee? Frage ich. Hä? Fragt Lina. Na, Pumpkin, also Kürbis. Nee, glaube nicht, winkt Lina ab. Das ist so eine Nuss. Ich nicke. Letztes Jahr im Urlaub in Paris, unterbreche ich sie. Ja, genau, strahlt sie. Da hatten wir im Hotel auch super guten Kaffee. Die hatten da diese ganzen Monin-Sirup-Sorten. Echt der Hammer. Wir verabschieden uns vor dem Café, weil Lina noch etwas in der Stadt besorgen muss und ich meinen Eltern versprochen habe, zum Abendessen da zu sein. Ja, dann sehen wir uns doch bestimmt noch mal die Tage, wenn du da bist, oder? Fragt Lina. Ja, sage ich, sehr gern. Ich schaue runter zu Pauli, der geduldig neben Lina sitzt und aussieht, als würde er stumm die Passanten beurteilen, die an uns vorübergehen. Und falls Robin und du vielleicht mal übers Wochenende einen Hundesitter braucht, dann könnt ihr euch gerne melden. Pauli starrt mich an. Echt jetzt? Fragt Lina überrascht. Ich wusste gar nicht, dass du Hunde so magst, dass er aber... Oh ja, das wäre gar nicht schlecht, dann könnten wir vielleicht mal zusammen ins Kino und danach noch essen gehen und der Pauli wäre nicht so lange allein. Vielleicht am Samstag, passt dir Samstag, dann bringe ich ihn einfach abends bei deinen Eltern vorbei. Ja klar, sage ich. Samstag passt. Pauli sitzt auf dem Beifahrersitz und hat die Augen geschlossen. Wir haben etwa 4 Stunden Zeit, Pauli, sage ich. Es ist nicht Paris, aber es ist das beste französische Restaurant, das ich kenne. Und... einer der Köche schuldet mir noch einen kleinen Gefallen.